Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und da will einer mit mir jagen gehen. Das Good ist ja schön. Morning. Ja, guten Morgen dir auch, Kirian. Kiran, keine Ahnung, wie du heißt. What you preparing for? The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. Ooh, but you could get anything. Oder Bisons. Over on the plains, I believe. Ich kenne den Unterschied nicht. Long way off, you look. Ja, mach ich gut. Oh. Kriege ich Geld? Sure. Why not? Kein Geld für mich anscheinend. Hier liegt eine Nachricht. Untersuchen. Zeitungsausschnitt. Steht da ein Geheimrezept drauf? Former Fenian Raider killed in Gun Battle. Ehemalige Fenier bei Feuer. Aha, kenne ich nicht. Stecke ich aber anscheinend auch nicht ein. Dann war es nicht so wichtig. Ach, mein Pferd macht wieder AA. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr unterbrochen. Sonst hast du den ganzen Tag schlechte Laune. Meine Mutter hat mir Geschichten von wie unsere Tribe mit den Bison. They lived almost as one. The bison went, my people went. Ach, die Indianer waren schon cool. We couldn't survive without them. They provided us with everything: food, clothing, shelter. Und die hatten Respekt vor ihrer Natur. Ja, sag ich doch. I don't remember much of my childhood, but I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Ah, das könnte ich nicht. Ich mag keinen Whisky. Besonders nicht den rauchigen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe zu viel Geschmacksnerven dafür. Okay. Feels like there's been so much noise and chaos recently. Ja, das ist richtig. Do you mind if we just rode and enjoyed the silence for once? I need to clear my mind. Sure, fine by me. Aha. Okay. Du sagst jetzt echt nichts mehr zu mir. Du willst still neben mir herreiten. Dann könnte man die Fahrt hier aber auch skippen. Na, anscheinend nicht. Oder ein Wettrennen. Auch nicht. Na gut, ich hab's versucht. Dann reiten wir einfach mal schön neben ihm her und halten unsere Klappe. Gar kein Wort, sage ich mir. Überhaupt nichts. Ab jetzt. Mist, ich hab schon wieder versucht. Ah, gibt's eigentlich Elefanten in dem Spiel? Ich glaube nicht. Also, es sind natürlich nicht einheimisch hier in Amerika, aber vielleicht auch so ein Zoo? Oder so ein Dickhäuter, der mein... Oh, Entschuldigung. Aus der Bahn. Guten Morgen. Wir sind alle so freundlich. Ich würde so ein Dickhäuter schon gern mal kennenlernen hier. Der meine Körpermaße ungefähr hat. Und der lange Rüssel kommt auch hin. Nur die Farbe nicht. Ist das ein Eiswagen? Kaufmann Farm. Dairy. Milchprodukte. Der Joghurthändler ist unterwegs. Zumindest wenn er zu langsam fährt. So, Charles. Wir haben genug geschwiegen, finde ich. Bist schon so lange ruhig? Was geht bei dir? Hast du Hobbys oder Probleme? Sind wir bald da? Sind wir bald da? So weit kann es tatsächlich nicht mehr sein. Sind ja fast in den Heartlands. Aber von mir... Ah, er sagt was. Oh, ich bin immer für eine Abkürzung. Und wieso sind Bisons jetzt wertvoll für mich? Ich brauche Geld, Mann. Du hast in ernster Lage, glaub nicht, verstanden. Ich habe alles ans Camp gespendet. Wir haben nichts mehr. Ja, guten Morgen, du mich auch. Wie viel Geld haben wir noch? Null? Nix? Nada? Niente? Zero? Das gefällt mir aber nicht. Komm, Charles, lass uns was überfallen. Vorsicht, Kaktus. Und noch einer. Ja, das wird stechen. Ah, da sind ja Büffel. Over there. You see them all? Incredible, aren't they?
We should only kill one of them. Schon schöne Tiere. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Ich habe eine Sniper nicht. Du scheuchst doch nur auf. Oh, ich treffe doch keine bewegenden Ziele. Halt an! Ich will aber den Besten schießen. Wo sind sie denn? Da ist einer. Bleib stehen! Ja, da ist ein kleiner. Da ist ein größerer kleiner. Charles, du machst sie ganz nervös. So. Ich mag meine Sniper. Bin überrascht, dass ich den getroffen habe. Easy, Girl. Ja, das hast du gut gemacht, Girl. Slow up. So, dankeschön. Ein Schuss, ein Treffer. Ich meine, irgendwas treffe ich immer. Nicht unbedingt das Ziel, aber... Oh, eigentlich so ein kuscheliges, knuffiges Tier. Jetzt nicht mehr. Das ging schnell. Dankeschön, ich werde anscheinend immer besser im Häuten. Okay, let's go. Come on, girl. Jetzt sieht's nicht mehr so süß aus. Deswegen haben Kuscheltiere wahrscheinlich meistens noch das Fell dran. Hey, da sind noch ein paar Tote, aber die sind nicht so... nicht so kürzlich verstorben aus. Look, Bison. Shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? Ja, wir haben das gleiche gemacht. Oder? But I see tracks heading in this direction. Nee, wir haben ihn ja verwertet. Na gut, aber nicht durchs Kakteenfeld. Ach, du bist ein... Also ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und sein Pferd wahrscheinlich auch nicht. Na gut, aber ich weich den aus. Was machst du da für einen Kunsttrab? Could it have been an animal? No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Für die Vögel? Keine Ahnung. Vielleicht gibt's keine Samen mehr. Charles! Was machst du da unten? Ich muss aufsteigen. Boah, sie bauen mich auch noch scheiße. Können wir weiter? Willst du nochmal gegen ihn reiten? Ja. Anscheinend hat er sich sortiert bekommen. Ein Glück sind wir abgebogen. Look, another dead bison to our left there. Come on. Und wer seid ihr, Jungs? Shot and left for dead again. Ah. This one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Hey, ich reite zum Camp. Ich laufe die 50 Meter nicht. Oh, Feuer brennt noch. Gusseiserne Pfanne einfach zurückgelassen. Das höchstens 2 Stunden noch an. Habe ich was gefunden? Hey, Pferd! Was machst du da hinten? Dogs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been kalt, das brennt noch. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Oh, ich muss mein Pferd kurz striegeln. Das sieht schon wieder so verstaubt aus. Das nächste Mal kaufe ich mir ein schwarzes Pferd. Das hält ein bisschen länger ohne Wäsche. This way. We should have a good view from up here. Ja. Und was willst du sehen? Mehr tote Bisons. Okay. You see anything? Ich sehe Rauch. Bist du? Ich kann mich nicht bewegen. Smoke to the north. Ah. Could be another camp. Let's go check it out. Oh, hier sind doch immer so viel Lagerfeuer. Yeah. Slow up now. Ich soll ihm folgen. Yep. Na gut. Du hättest aber auch schon losreiten können. Na dann eben jetzt. Normalerweise freuen sich die Leute gar nicht, wenn sie Besuch von mir am Lagerfeuer bekommen. Die nur freundlich Hallo sagen, Reaktionen sind nicht positiv. Na, das kann man sich auch einreden. Okay,
Zum Beispiel, wenn ein Zeuge was gesehen hat, dann bleibt mir ja keine andere Wahl. There, girl. Look, more dead bison. It has to be them. Come on. Wait up. Was sind das für Arschkrampen? Hey, okay, töten die so viel davon? Können nicht alles fressen. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Hey, kein Rassismus. Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! Nur ein bisschen. Nicht verrückter als wir andere. A family. Don't shoot me. Hast du eine gute Familie? Oh, ich bin gut im Schlagen. Ich befrag dich. Und ich hau dir auf die Nuss. Ich will antworten. I don't know what you're talking about. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could. And make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No. Please, don't kill me. I'm begging you. Ich bin bei Charles. Ausnahmsweise mal. Ach, ein Glück war das wirklich schnell vorbei. Das mag ich in Spielen tatsächlich nicht. Tu mich schwer damit. That's what he deserved. Da bin ich mir nicht sicher, Charles, aber ich wollte nicht, dass du enttäuscht von mir bist. Und ich vernichte Beweise. Und mit Beweise meine ich Leichen. So, schön aus Feuer. Trinkt der Feuer? Ja, das funktioniert immer. Dann haben wir hier eine Schatulle mit einem Brief. Vergiftete Wurfmesser. Mensch, damit würde ich meinen Apfel aber dann nicht mehr schneiden. Okay, lesen. Kannte ich anscheinend schon. Ploppt nichts Neues aus. So, plündern. Da hinten liegt noch Waffenöl, aber das brauche ich eh nie. Ja, gut. Asche zu Asche und all das. Die erwarten mich, Kerle. Hat vielleicht nicht verdient, deswegen getötet zu werden, aber wer bin ich, um das zu entscheiden? Denn da war es irgendwas mit Pfefferminz, Brotkanten, irgendwas anderes noch? Nö. Hey, du brennst hier gar nicht. Was ist los mit dir, Kollege? Immer muss man nachhelfen. Immer muss man nachhelfen. Diesmal aber mit mehr Sicherheitsabstand. Ja, das sieht doch gut aus. Die tun so schnell kein Bison mehr was an. Mensch, hast du eine angeregte Verdauung heute. Du bewegst dich zu viel. So, dann würde ich sagen, geh mal kurz nach Valentine. Bevor wir irgendwas anderes machen. Erstmal in Waffenladen schauen. Beziehungsweise erstmal in die Stelle, um das Pferd endlich umzubenennen. Beziehungsweise überhaupt... Oh, da war eine Schlange. Überhaupt zu benennen. Auch da sollte ich nicht durchreiten. Dann reiten wir hier vorbei. Ist eh der passendere Weg. Und vielleicht können wir das Bisonfell gleich... Oh, dem Metzger da verscherbeln. Ich kann jetzt nicht die ganze Folge damit auf dem Rücken reiten. Solange Charles mich dann nicht töten wird, weil ich es einfach verkauft habe. Ist es dann was Sinnvolles oder nicht? Nee, keine Ahnung. Moralisch nicht unbedingt eine Grauzone, aber es ist ein Spiel, was ich rede. Wir verscherbeln alles. Hab 0 Dollar, ich brauche das Geld. Und mein Pferd kriegt wahrscheinlich wieder das Premium-Pflegepaket. Hat sich's jetzt echt verdient. Nein! Stay back! This here's official business. Was? Bounty? Meine Bounty. Beweg dich doch nicht! Yeah.
definitiv kein guter Tag für mich. I just couldn't run if I was. You're only making this worse on yourself. Ha, kein Zeug, weil ich nicht geschossen habe. Hey, voller Rückentreffer, nochmal. Hast du eine schusssichere Waffe an? It's getting hard to breathe in these ropes here. Ja, ja. Was machst du überhaupt? Was suchst du da auf dem Pferd? You're after me too. I know it. I know it. Jesus, anyone, help! Was soll das? Ich hab ihm doch nur geholfen. Na, vielleicht hat er ihn ab und zu mal getroffen. Ja, ich hier in Ordnung. Ich dachte, ich krieg was Cooles dadurch, anscheinend nicht. Nur mal wieder mehr Ärger. Nächstes Mal mische ich mich gar nicht mehr ein. Könnt mich alle mal. So, auf nach Valentine. So, ist hier gut, Kleines. Ist hier gut. Doch richtig abgebogen. Ja, da ist es. Das erkenne ich doch sofort. Kopfgeld haben wir sogar keins. Ach, wir können das eh nicht begleichen. Wollte mich zuerst nur freuen und dann wurde ich wieder traurig. Ja, mein Schafgeld vermisse ich auch noch. Mal schauen, ob wir da was machen können. Alles gut. Ja, ja. So ist richtig. So rufen kann ich auch. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mensch, das sieht aber nicht gut aus, da beim Metzger so alles verstreut. Alles gut bei dir? Du wirkst ein bisschen wahnsinnig gerade. Okay. Hier, Bisonfell, sogar ein perfektes. Ja, ja, alles gut bei mir. Ich weiß aber nicht, ob bei dir. Boah, bin ich froh, dass es in Supermärkten nicht so aussieht. So, rein mit dir, Pancake. Glück, dass ich mich noch an den Namen erinnere. Ja, aber mich erstmal hier anmachen. Ein weißer Araber. Pflegeleistung. Pflegepaket. Ich hab doch gar kein Geld. Ach doch, du hast Phil. Na gut. Pancake. Wenn das kein Pancake ist, weiß ich auch nicht. Dann wieder raus mit uns. Da haben wir Kopfgeld. Vielleicht lohnt sich das. Ansonsten. Da ist eine Kutsche, mit der ich nichts anfangen kann. War hier nicht noch ein Raubüberfall in der Apotheke? Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir kein Glück mehr. Ich glaube, das hätten wir am Anfang machen sollen. Ist egal, wir schauen mal. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwas war. Ja, vielleicht klappt es noch. Ja, da liegt Geld drin. Ein Glück sieht er nicht aus seinem Scheißfenster. Ah. It's me. Come on, open up. Du bist nur der Deputy. Diesmal werde ich dran denken, dich zu erschießen. Also wirklich dreist. Wirklich hinten am Sheriff-Gebäude dran. Naja, ich würde sagen, wir machen zuerst das mit dem Kopfgeld. Wir brauchen nämlich Kopfgeld. Relativ viel sogar. Nicht auf unser Haupt. Obwohl 5000 ist, glaube ich, auf unser Haupt. Arthur wollte sich ja schon selbst einliefern. Und was seid ihr für coole Pferde? Wieso kann ich euch nicht scannen? Also, scheiß drauf. Ja, ja. Also hier ist sogar das Gesetz korrupt. Ich glaub's ja nicht. Doch, ich glaub's. Natürlich. $25. So ein bisschen wenig. Nasty individual. Ellie
Annie Swan. Na gut, was hat die gemacht? Eine Belohnung in Höhe von $25 wird ausgesetzt für Dingfestmachung von Ellie Annie Swan, die wegen Gattenmordes gesucht wird. Der oben genannte Betrag wird sofort bla 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 lebendig abzuliefern. Oh, scheiße. Sie ist auch bekannt als die Schwarze Witwe und wurde zuletzt in der Gegend von Cumberland Falls gesichtet, in Begleitung eines unbekannten Mannes, der sie möglicherweise manipuliert. Alle sachlichen bla bla bla. Das ist Legalese. Ja, ja, die werden wir finden. So, da oben ist eine Kirche. Hat der eigentlich was zu sagen? Können wir die Kirche ausrauben? Achso, ich wollte auch noch zum Waffenfritzen. Kann mir aber eh nichts leisten. Schau doch nicht in dein Tagebuch, ja. Obwohl, Reinigung könnten wir uns noch leisten. Die kostet nur ein paar Cent. Ist egal. So, ich glaube, ein Wegpunkt wäre ganz angebracht. Das. Wir könnten mal versuchen, ohne das zu navigieren, aber ich glaube nicht, dass das so gut klappt. Ne, immer ein Wegpunkt. So, Ellie. Wo hab ich denn wieder hingezielt? So, da ist er doch. Ah, Horsey Maps ist wieder aktiv. Dann kann es ja was werden. Hier haben wir noch Schweine. Ich will ja mehr Tiere scannen. Euch Schweine habe ich schon, oder? Anscheinend nicht. Berkshire-Schwein. Ja. Hätte ich nicht so viel Bison gerade zu fressen, könnten wir auch mal davon eins mitnehmen. Natürlich ohne, dass die Leute arg viel merken. Oder wenn wir die Stadt in Aufruhr versetzen. Da sind die Schweine deren geringstes Problem. Was? Oh mein Gott. Ich halte immer so... Hey, stop right where you are. Warum? Wisst ihr, wer ich bin? Anscheinend nicht. Hier. You're dead. Wer ist tot? Ihr seid tot. Ich glaube, mein Pferd ist wieder ein bisschen gescheut. Ganz ruhig, ganz ruhig. War doch nur eine Stange, Dynamit. Ich brauche ein Sturmgewehr. Hey, der hat zwei Waffen gehabt. Wieso fährt der Wagen jetzt? Ja, ist egal. Erstmal looten. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja. Aber Dynamit macht's möglich. Der hatte $5 fast dabei. Und noch irgendeine Gürtelschnalle. Respekt. Das war ein reicherer Dieb. Platin-Taschenuhr. Mensch, Leute wie ihr könnt mich doch jeden Tag überfallen. Könnten mich doch von mir aus jeden Tag überfallen. Echt nicht schlecht. Solange ich hier jetzt nicht beim Looten erwischt werde. Ich wusste doch, irgendwie macht man in diesem Spiel Geld. Überfallen werden ist die Antwort. Und ich dachte immer, das wäre andersrum. Ach, mein Pferd ist schon wieder eingestaubt. Das habe ich gemeint. Deswegen mag ich gern dunkle oder schwarze Pferde. Die halten ein bisschen länger nach so einem Waschgang. Tja. Ja, jetzt siehst wieder annehmbar aus. Ja. Ist hier noch was für mich zu looten? Ja. Easy, okay. Easy. Interessant. Kiste leuchtet. Was haben wir denn geladen, Jungs? Haferplätzchen. Und ich glaube, ich dachte, das wären die Premium-Zigaretten. Wir haben Heu. Wir haben Waffenöl. Wir haben so ein Fernrohr. Ah, nur noch das Waffenöl. Ja, gut. Ist es eigentlich eine gute Tat, wenn man die Pferde jetzt frei machen? Ah, ich kann die jetzt auf jeden Fall untersuchen. So voll Punch. Mit wenig Ausdauer. Und losschneiden. Du bist frei. Hau ab. Clear. Und du bist ein was? Ein Pferd. Ein Zugpferd sogar. Ja, ein Zug, ein Pferd. So kenne ich das auch.
So, anscheinend tut das nichts für meine Ehre. Ciao. Na, scheiße. Aber so gut ist das echt nicht mit meinem Ansehen. Paar Raubmorde, paar Zeugen, Unterlassungsklagen. Und schon ist hier die Ehre gesunken. Gut, noch ein paar Unglücke mit Pferden. Was ist das überhaupt für eine Ansammlung von Häusern? Muss ich euch kennen? Downs. Ah, da habe ich einen Typen verprügelt. Ich erinnere mich. Es scheint euch gar nicht so schlecht zu gehen. So eine Tracht Prügel hat wohl auch seinen Nutzen. Also noch mehr Schweine und Vögel. Nein! Komm schon, das sieht doch aus wie eine typische Krähe. Könnte auch ein Rabe sein. Amerikaner-Krähe. Okay. Schwein, Schwein, Schwein. Old Spot. Ein Ochse. Kennst du mich noch? Hallo? Nein, ich muss eh jetzt zu meinem Auftrag. Wir können ja später vorbeikommen. Und Luftlinie ist nicht der angebrachte Weg hier. Glaub, ich verstehe warum. Obwohl, jetzt schlägt er mir Luftlinie vor. Ja, ja, ist ja gut. Wollt jetzt nicht wirklich hier runterreiten, mein Goal. Ich mein Pancake. Ah, das ist doch ein guter Spot. Das ist gar nicht so schlecht hier runter. So, und dann können wir sogar wieder einem Weg folgen. Das ist ja fantastisch. Der sieht reich aus. Wow, let's cover some ground on a horse like that. Come on, get clear. I'm gonna enjoy robbing you, tough guy. Hand it over. I'll help you. Nein! Wieso geht das denn gegen meine Ehre? Ich habe ihm auch angedroht, ihn auszurauben. Und er hat zuerst geschossen. Pferd bleibt hier. Nicht wieder. $1! Und nochmal Ehre abgezogen. Ich dachte, er hätte mindestens $10 gehabt. Für $1 bringe ich niemanden um. Und so viel Ehre muss sein. Hat die nicht schon? Nein, Händchen halten. Schlimmer geht nicht. Wird mal schwanger von. You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah, I've been waiting. Okay. Viel Glück. Ich muss kurz zu meinem Auftragsmord. Ja, ja, viel Spaß. Oh, das ist eine gute Ambition, die er da noch in den Untertiteln runtergenuschelt hat. Also, ich muss jemanden finden. Ich glaube, den Auftrag habe ich schon gemacht. Das heißt, ich habe eine ungefähre Ahnung, dass er unter einer Felsklippe kampiert. Irgendwo in der Nähe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, sagt dir was von Abstürzen. Da unten ist er, glaube ich. Ja, die Frage, können wir den Typen retten? That there's a bounty hunter. Get him. Eliane, I'm sorry, but I. Now stay there. Kill that bounty hunter. Ow! 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 What the hell is happening? Ow! Ow! Scheiße. Alles für die Katz. Doch eine schwarze Witwe. Ach, ich dachte, ich könnte den Mann retten und die Frau nur ihrem gerechten Urteil da. I seen the news.
Alles gut. That there's a bounty hunter. Get him. Eliane, kill that bounty hunter. Nein, nicht das Feuer. So, das sieht doch gut aus. Den zieh mal kurz ein bisschen her. Die geht nicht mit dem Messer auf mich los. Dann habe ich Zeit, ihn zu fesseln. Das ist schön. Das erste Mal, dass er überlebt, seitdem ich die Mission mache. Ja, nachdem ich ihn geplündert habe. Alles gut, du wirst gleich gefesselt. Get it over with. Tie me up then. I'm cooperating, mister. Das ist mir egal. Ich fessel dich lieber so. Ist einfach sicherer. Bevor du nochmal mit dem Messer auf mich losgehst. Rot with the rest of them. So. Der andere wird hier sicher gefunden. So, Mister. Keine Sorge. Die hat dich ordentlich dran gekriegt. Mich beim ersten Mal auch. Ciao, mach's gut. Bin ich froh, dass ich... Uiuiuiui. Entschuldigung. Da hatte ich die Steigung falsch eingeschätzt. Mensch, du wiegst aber ordentlich was, Lady. Nicht, dass mein Pferd hinten überkippt. Wahrscheinlich nicht. So, $25 aufs Pferd. Ja, ich glaube es. Alright, girl. Settle in. You got a ride ahead of you. Dann vorsicht einmal leichtes Waterboarding. Kopf schön oben behalten. Be quiet with that. Hat doch gar nichts gesagt. Alright, ah, die Herausforderung müssten wir auch mal machen. Stimmt, das gibt sogar ein bisschen Geld, glaube ich. Keine Ahnung. Wir schauen uns das gleich an. Ja, ja, alles gut. Der Dr. Sheriff wird sich um dich kümmern. A jail ain't where I belong. A sanatorium, maybe. Get me help, mister. Please. Save me. Save me from the sheriff. And moreover, from myself. Oh, klingt verlockend, aber nein, danke. Jo. You're such a strong man. So tough and burly. This the help you're looking for? Oh. Also. Frauen soll man nicht schlagen, aber wenn sie Serienkillerin sind, mache ich meine Ausnahme. I hate you, you sad sack of shit. Hey. I wish I'd cut your belly open and shown you your. Das hast du beim ersten Mal gemacht. This bounty hunting nobody. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. Das ist in Ordnung. I wish you die. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir sind gleich bei deinem neuen Zuhause. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wird zwar nicht Hotel Mama, aber wird Hotel Sheriff und dann Hotel Galgen und dann geht's ein paar Stockwerke tiefer noch. Ebenso, ebenso. Hey, ich sehe doppelt. Viermal dasselbe Pferd. We're coming up on the jailhouse. Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. Tut mir leid. Nicht in den Arsch beißen. Jo. $25. Ordentlich verdient. You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? Ja, ja. I protest my innocence. I protest my innocence. I met her new sweetheart up by the falls. Fella was lucky not to end up like her husband. If he was any kind of man, I wouldn't be here. Nein, ich habe aufgepasst, dass er überlebt. You, don't they, Mrs. Swan? Kate. I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. Ja, bin da. Schön.
Schankedön. The Black Widow herself. This town's so starved of women, I'm sure she could find herself a husband yet. Ja, das glaube ich auch. Ciao. Ich glaube, wir machen jetzt noch einen Raubüberfall. Evening, friend. Ja, ja, guten Abend. Einmal schnell umgezogen. Achso, ist auf dem Pferd. Pferd, komm hier. Brauche eh noch meine guten Waffen. Trink vielleicht noch was. Fress was. Achso, das Pferd braucht auch was zu fressen. Hier, Hafer. Wieso hast du schon wieder so wenig Ausdauer? Ich hab dir das Pflegeset gegönnt. So. Und ich fress mich mit Käse voll. Das hält meine Feinde fern. Komm, wo ist mein Käse? Nicht das Lasso. Käse. Ich habe nur noch ein Dynamit, das ist aber schlecht. So, Bohnen, 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 Bohnen. Ach, was soll's. Rum. Nicht lange rummachen. Weg das Zeug. So, was haben wir hier? Lancaster, Springfield, Bolt Action und mit der Pumpgun in die Bankmann, glaube ich. Pump Action, so. Outfit Verfolger. Ich bin so gut mich wird niemand erkennen. Okay. Servus, Mister, ich raub das hier kurz aus. You made me a dirty rotten thug for what you did to me. But I'll still take your dirty rotten money. Just watch it. Sehr gut. Guck mal, was ich kann. Hold on. I'm not about to... Ja. Let me into that back room of yours right now. Sir, please. You don't want to get involved with them. Doch, doch. Deswegen sage ich doch. You make them open up, or you're a dead man. Gut, du gehst vor, ich plündere die Kasse. Hey, open up. It's me. Oh, da ist nicht viel drin. Food and whiskey for you fellas. Yeah, it's only the doc. Don't try anything funny. Put it on the table. You can see we're in the middle of some business here. Ja, ja, alles gut. Looks like a nice little business you got going back here. What the hell? Oh God! Please, don't kill me. Du hast auch eine Waffe. Ich weiß das. Entschuldigung. So, kriege ich den Safe irgendwie auf? Glaub, Dynamit habe ich 7. Oh, scheiße, 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 scheiße. Damn it. Da ist Geld. Brauchtes Geld. Shit. The move. Hey, es ist offen. Guck mal, wie viel Geld wir gemacht haben. Da ist noch eine Truhe. Nicht die Schublade durchsuchen. Die Truhe durchsuchen. Irgendwo soll hier wahrscheinlich auch der Schofield-Revolver drin sein. Soll relativ gut sein. Nix. Kopfgeld 1,50, das gefällt mir aber nicht. Warum? Oh, Driscolls waren das. Ja, dann wird mir alles klar. So. Wo ist denn der Revolver? Habe ich den mit weggespringt? Nee, der ist hier im Waffenkoffer. Da kommt gleich einer. Nee, der geht hinten rum, glaube ich. Irgendwie noch coole Hüte hier? Wahrscheinlich nicht. Stehlen, 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 Kopfbedeckung, Schrank. Nicht aufheben. Jetzt habe ich $6,50 Kopfgeld. Boah, glaube ich, hau ab. Davor fresse ich noch irgendwie was Gutes für die Gesundheit. Lady, ich hoffe, du hattest noch Geld.
Aber da sind zwei direkt vor der Tür, das gefällt mir nicht. Und ich kann die nicht aufmachen. Okay. Dann renn mal vorne raus. Vielleicht klaue ich mir doch noch einen Hut. Ah, ich kann noch was plündern. Gegen Gesetzeshüter. $16! So. Gut. Man erkennt mich nicht. Komm schon. $17.50. Pferd! Eigentlich wird nicht freezen. Brauch mein Pferd. Wie will die noch mehr Kopfgeld? Sonst hat es sich ja nicht gelohnt. Natürlich versuche ich wegzurennen. Wer wird sich denn in so einer Situation gefangen geben? Ich wahrscheinlich. Hallo, mein Gaul. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt bin ich zu Pferde. Dann kann mir niemand mehr was. Bis jetzt macht es mich reicher tendenziell. Na gut, gehen wir mal hier lang. Keine Ahnung, wo ich hinreite. Alles furchtbar gerade, die Option. Komm schon. Ich hab mich geirrt. Da will ich gar nicht hinreiten. Da auch nicht. Ah, scheiße. So. Ja, ist ja gut. Hier wollte ich hin. So, da unten ist man nicht lang. Wir können jetzt einfach da. Nein, ich stopp nicht. Aber wir haben Plus gemacht im Moment. Im Moment noch. Wenn ich glaube, auf den Gesetzeshüter noch schieße, dann wird sich das ganz schnell ändern. Kopfgeld ist dann auch überraschend schnell bei... Wie bin ich denn hier gelandet? Macht doch gar nichts. Kopfgeld ist überraschend schnell im 100er-Bereich oder noch schlimmer. Ey, ich bin überhalb der County-Grenze. Wieso verfolgt mich das Gesetz hier? Das ist nicht das Amerika, das ich liebe. Easy, girl. So. Erfolgreich abgeschüttelt, nenne ich das. Hey, you're okay, girl. Da war wieder eine Schlange. Die haben es heute aber auf mich abgesehen. Und eine sternklare Nacht. Nochmal 50 Cent Kopfgeld on top. Drei Kunst, eins von drei verschiedenen Hindernissen innerhalb. Scheiße. Ich wollte die Herausforderung machen. Entschuldigung, Gaul. Du bist schon wieder dreckig. Verschiedene Hindernisse. Wie soll ich denn verschiedene Hindernisse? Einfach reiten, oder? Irgendwo über felsiges Ding. Muss hier nicht derselbe Felsen sein. Ich glaube, drei unterschiedliche Felsen zielen auch. Eins. Komm schon, spring! Aha! Drei von drei. Stimmt, die Herausforderung sehen wir uns nochmal kurz an. Glaubt, die waren bei Fortschritt versteckt. Herausforderung. Bandit, Entdecker, Glücksspieler, Kräuterkenner, Reitkunst, Meisterjäger, Scharfschütze, Überlebenkünstler und Waffenexperte. Da haben wir ja noch gar nichts. Reitkunst, was ist denn das nächste? Reite innerhalb von 5 Minuten von Valentine nach Rhodes. Das kriegt man doch locker hin. Haben wir hier auch schon was, was wir machen können bei Bandit? Überfalle 5 Stadtbewohner. Ja, gerne doch. Entdecker. Finde einen Schatz. Ui, das weiß ich nicht wie. Glücksspieler. Gewinne 5 Hände beim Poker. Okay, gut zu wissen. Was gibt es eigentlich? Gehen wir nochmal zu Pferd. Reitkunst. Schaltet das Reitkunstholster beim Trapper frei. Stimmt, den müssen wir auch mal finden. Und ansonsten hat es mir was gebracht. Oder gibt es hier nur Street Cred?
Ich egal. Ja, $5 hat's gegeben. Wunderbar, da stand's dran. Ich würde aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.